Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Einheit. Heute bauen wir noch die letzten Akkorde auf, um uns dann in E-Dur wirklich fast perfekt auszukennen. Und lasst uns mal gucken. Wir gehen zu E-Dur im siebten Bund heute. Und wir haben beim letzten Mal an E-Dur Cis-Moll angeschlossen. Aber dieses Cis-Moll muss ich nicht immer in dieser Lage spielen. Wenn ihr beispielsweise euch I am a friend of God von Israel Houghton anguckt, werdet ihr feststellen, dass er von E-Dur einen komischen Wechsel macht und auf einmal klingt Cis-Moll da oben. Und dieser Akkord ist gar nicht so schlimm. Wir nehmen einfach unseren Mittelfinger in den neunten Bund auf die E-Seite und haben dann sozusagen zwei Seiten darunter, also auf der D-Seite unseren Ringfinger und auf der G-Seite haben wir unseren kleinen Finger und schon haben wir unser Cis-Moll fertig. Wenn ihr dann noch ein bisschen herumspielen wollt, wie mit eurem E-Dur-E-Moll-Wechsel, da haben wir nämlich die Übung wieder, könntet ihr euren Zeigefinger einfach auf der G-Seite im achten Bund platzieren und einfach mal den kleinen Finger immer heben und wieder draufsetzen, um so ein bisschen mit den Tönen herumzuspielen, um ein bisschen Farbe reinzukriegen. Würde beispielsweise so klingen. Und jetzt könnten wir noch ein Fis-Moll hinten dran schließen. Ein Fis-Moll ein bisschen mit unterschiedlichen Optionstönen. Wir lernen ihn jetzt erstmal als Fis-Moll. Und das ist genau der gleiche Griff wie bei dem Cis-Moll hier oben. Dort habe ich im zweiten Bund auf der E-Seite meinen Mittelfinger, auf der D-Seite im zweiten Bund meinen Ringfinger und auf der G-Seite im zweiten Bund meinen kleinen Finger. Und fertig habe ich ein wunderschönes Fis-Moll. Und auch hier kann ich wieder zwischen meinem kleinen Finger und meinem Zeigefinger ein bisschen mit den Tönen herumspielen. Und zu E-Dur kommen. Und wenn ihr Fis-Moll noch anders spielen wollt, gebe ich euch noch einen Tipp. Wir gehen wieder zu unserem E-Moll, mit dem Ring- und Kleinfinger gespielt, verschieben diesen um zwei Bünde nach oben und setzen dann den Zeigefinger auf der G-Seite im zweiten Bund. Und wenn wir ihn dann spielen, haben wir wieder ein wunderschönes Fis-Moll. Letztlich fehlt nur noch ein Gis-Moll, aber der kommt gar nicht so häufig vor und den lassen wir erstmal weg. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben und viel Spaß und freue mich auf nächstes Mal. Tschüssi!